Ja, herzlich willkommen an alle zum 82. netzpolitischen Abend auf der Seabase. Herzlich willkommen auch alle im Stream. Mein Name ist Elisabeth, ich bin politische Referentin der Digitalen Gesellschaft. Das ist die Organisation, die den netzpolitischen Abend hier jeden Monat veranstaltet. Der Hashtag für heute Abend lautet NPA082. Unter diesem Hashtag könnt ihr also twittern, euch an der Diskussion beteiligen gerne. Genau. Ein wichtiger Hinweis noch, die Veranstaltung hier wird gefilmt, dort steht die Kamera. Wer nicht gefilmt werden möchte, der kann sich gerne dort in den Eingangsbereich stellen oder sonst außerhalb des Blickfelds hinter die Kamera. Ja, das Thema dieses Abends wird sein, ein Jahr DSGVO. Die DSGVO oder in die DSGVO wurden und werden ziemlich große Hoffnungen gesetzt. Es geht um nicht weniger als darum, der Datenökonomie EU-weit Grenzen zu setzen. Die Datensammelei von Facebook, Google, YouTube und Co. scheint allerdings weiterzugehen. Wir beobachten im Moment auch noch eine Vielzahl von rechtswidrigen Praktiken und das gerade online. In dem Zusammenhang möchte ich noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache geben. Heute haben nämlich wir, die Digitale Gesellschaft, als Teil einer europaweiten Beschwerdewelle, angeführt von der Civil Liberties Union for Europe, gemeinsam mit Digital Courage, Netzwerk Datenschutzexpertise und dem DVD, die deutschen Datenschutzbehörden aufgefordert, gegen die Praktiken der Online-Werbebranche vorzugehen. Und zwar ist es so, dass eigentlich bei fast jedem Webseitenbesuch durch eine Echtzeitversteigerung Werbeplätze, nämlich im sogenannten Realtime-Bidding-Verfahren, durch eine Versteigerung dieser Werbeplätze, also eine Vielzahl von personenbezogenen Daten, an eine gänzlich unüberblickbare Zahl von Unternehmen gesendet werden. Sind die Daten einmal im System, dann verliert die betroffene Person jegliche Kontrolle über diese Daten. Missstände dieser Art sind nun im ersten Jahr der DSGVO noch nicht umfassend behoben worden. Woran liegt das? Kommt die DSGVO dagegen an und was können wir von den nächsten Jahren erwarten? Dazu werden wir heute hoffentlich was Aufschlussreiches erfahren. Den Anfang wird Benjamin Bergemann machen mit einer Rückschau auf ein Jahr DSGVO. Es folgt Philipp Stroh von der Datenschutzaufsichtsbehörde zum Thema Datenschutzaufsicht unter DSGVO. Schließlich werden wir Luise hören, setzt der Säbelzahntiger zum Sprung an. Und den Abschluss machen Arne Semsroth und Walter Palmetzhofer, die nochmal einen Blick daraus werfen, was eigentlich aus dem Projekt Open Schufa wurde. Herzlich willkommen, ich freue mich auf den Abend. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich mache mal kurz meine Folien an. Genau. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin Benjamin Bergemann. Ich bin ehrenamtlicher Vorstand bei der Digitalen Gesellschaft. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich diesen Abend eröffnen darf. Ja, das ist ja mein Leib- und Magenthema, Datenschutzgrundverordnung. Und was habe ich mitgebracht? Ich habe eine kleine Rückschau auf ein Jahr DSGVO vorbereitet, werde jeweils über zwei Dinge sprechen, die gut und die schlecht liefen. Und am Ende noch zwei Aspekte ansprechen, von denen ich glaube, dass sie in der Debatte zu sehr untergehen. Ja? Und ich denke, ich hoffe, es bleibt kurzweilig. Noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich spreche hier in meiner Rolle als Vorstand der DigiGES, sollte allerdings auch nicht verschweigen, dass ich auch beruflich im Datenschutz arbeite. Ich arbeite beim Landesrechenzentrum von Brandenburg. Ja, das sind die Infrastruktur für die Behörden machen, dort im Datenschutzteam. Kann sein, dass einige Ansichten vielleicht auch von dieser eher operativen Sicht auf den Datenschutz geprägt sind. Genau. Beginnen wir mit dem Guten. Ja. Was ist eigentlich gut? Die DSGVO hat dem Datenschutz einen unwahrscheinlichen Aufmerksamkeitsschub gegeben. Ja. Das gilt zum einen für die öffentliche Debatte, vielmehr noch, aber ist es doch so, dass viele Leute, ob privat, beruflich, ehrenamtlich, sich mal bewusst mit dem Thema Datenschutz beschäftigt haben oder auch beschäftigen mussten. Ja. Und unweigerlich sind die Leute, glaube ich, darüber auch ins Gespräch gekommen, über das Wie und vor allem auch das Warum des Datenschutzes. Ja, warum machen wir das eigentlich alles? Und ich glaube, dieser Prozess der Reflexion, diese Bewusstwerdung ist sehr wichtig, glaube ich, für eine Gesellschaft, die doch eigentlich sehr tief von Datenverarbeitung geprägt ist. Ja.
Zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, bei vielen Organisationen fand im Zuge der Umsetzung der DSGVO zumindest mal eine Bestandsaufnahme statt. Ja? Man hat sich mal gefragt, wo, wie, an welcher Stelle verarbeiten wir eigentlich personenbezogene Daten. Ja? Und dann haben selbst kleine Organisationen gemerkt, dass die eigene Datenverarbeitung dann doch relativ komplex sein kann. Ja, da liegt der Webserver dort, der Mail-Server dort, wer administriert denn das Ganze eigentlich? Ja, haben wir dafür einen Auftragsverarbeitungsvertrag und so weiter und so fort. Aber diese ganz grundlegende Bestandsaufnahme, die ist, glaube ich, enorm wichtig, weil man muss sich auch immer vor Augen halten, Datenschutz ist ja nichts anderes als kontrollierte Selbstkontrolle, meistens nur Selbstkontrolle der Organisation. Und wenn diese Organisation noch nicht mal einen Überblick darüber hat, was passiert, ja, dann kann es auch keinen Datenschutz geben, weil dann ist diese Organisation schlicht und ergreifend nicht prüfbar, weder für sich selbst, geschweige denn für Aufsichtsbehörden. Wenn die Organisation dann gut war, dann gab es auch noch einen kleinen Frühjahrsputz, ja, da hat man gemerkt, ach, wir haben ja eigentlich völlig veraltete Datenhaltung, doppelte Datenhaltung, von denen hat man sich in vielen Fällen oder in einigen Fällen getrennt. Man hat, und das ist auch so ein Stück weit das alte Rationalisierungsversprechen des Datenschutzes, was man auch in den 70er Jahren mal hochgehalten hat, man hat vielleicht entdeckt, man hat hier irgendwie doppelte Tools und Anwendungen, ja, zwei Tools, die eigentlich dasselbe machen, können wir eigentlich eins wegschmeißen. So, jetzt muss ich auch noch ein bisschen meckern. Man konnte, glaube ich, ganz gut beobachten, dass dieses gestiegene Interesse für Datenschutz sich dann doch ein Stück weit auf, ich sag mal vorsichtig, sehr kleine Datenschutzprobleme fokussiert hat. Wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt, könnte man sagen, es waren dann doch, vielfach ging es um Privatlappalien. Ja? Ihr kennt alle diese Beispiele, da ging es dann darum, kann ich auf irgendwelchen Festen noch fotografiert werden? Bin ich hier in der ehrenamtlichen Verteilerliste vom Elternverein? Dürfen wir die überhaupt haben? Es ging um E-Mail-Newsletter und von diesen Klingelschildern will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Ja? Und ganz, also es ist doch ein ganz interessantes Phänomen, dass ich auch angesichts dieser großen Datenschutzprobleme, die wir haben und der vielen großen Datenverarbeiter, dass sich die Debatte sehr auf diese kleinen Probleme fokussiert hat. Und ich glaube, dafür gibt es im Kern drei Gründe. Ja? Das eine ist schlicht und ergreifend Unwissen oder wenig Erfahrung mit dem Datenschutz. Ja, dann, ob ich hier fotografiert werden darf, ist natürlich was ich mir gut vorstellen kann. Ja, da kann ich mir was drunter vorstellen. Da rede ich mal drüber. Ja, das ist für mich mein Aufhänger, meine Verbindung zum Datenschutz. Das zweite, und das ist, glaube ich, auch politisch ziemlich wichtig, man kann nicht bestreiten, dass einige Personen, Akteure, Interessensgruppen diese Lappalien sehr bewusst in der öffentlichen Debatte in den Vordergrund geschoben haben, um die DSGVO, den Datenschutz und den Datenschutz ein Stück weit zu delegitimieren und am Ende des Tages vielleicht auch von den Problemen abzulenken, deren Verursacher sie selber sind oder zumindest deren Interessen sie vertreten. Ja. Und das Dritte ist, glaube ich, schlicht und ergreifend auch wieder fehlende Ressourcen. Ja. Die beruflichen Datenschützer, seien es die internen Datenschutzbeauftragten als auch die Datenschutzbehörden, mit mangelnden Ressourcen, ja, stürze ich mich natürlich erstmal auf greifbarere Probleme. Und bei den mangelnden Ressourcen sind wir auch schon beim zweiten Punkt, den es zu meckern gibt. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Die großen Datenverarbeiter blieben im Jahr 1 DSGVO noch weitgehend wenig herausgefordert von diesem Gesetz. Und mit großen Datenverarbeiter meine ich jetzt nicht nur die notorischen Digitalunternehmen, Datenbroker und so weiter. Nein, dazu gehören auch Auskunfteien, dazu gehören auch Behörden, die zumindest im zivilen Bereich auch unter die DSGVO fallen. Das vergisst man ja oft. Und wie gesagt, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass es, wenn es um diese großen Datenverarbeiter ging, ein Stück weit immer nur um das ging, was ich die Vorderbühne der Datenverarbeitung nennen würde. Also das, was man von außen sieht, man hat sich sehr viel darauf konzentriert, ja, sind die Informationen, die hier bereitgestellt werden, überhaupt ausreichend, ja, sind die Informationen gegenüber den Betroffenen transparent. Zugleich kann man sich doch aber fragen, müsste man nicht mal prüfen, ob das, was die Unternehmen dort eigentlich im Kern ihrer Tätigkeit tun, überhaupt DSGVO-konform ist. Und ich glaube, diese Art
von Prüfungen läuft erst langsam an und steht zu einem großen Teil noch aus. Die digitale Gesellschaft hat ja heute so eine Prüfung mit oder so eine Beschwerde erstmal mit initiiert und man wird sehen, ob daraus echte Prüfungen erwachsen, ja, wo man wirklich mal große Datenverarbeiter an den Grundsätzen der DSGVO misst und nicht bei der Datenschutzerklärung stehen bleibt. Jetzt wird es nochmal ein bisschen interessanter, glaube ich. Das waren ja jetzt so ein paar offensichtliche Punkte. Am Ende will ich noch auf zwei Punkte hinweisen, die mir besonders am Herzen liegen und die in der Debatte, glaube ich, oft ein bisschen untergehen, vermengt werden, nicht so reflektiert werden. Ja, das eine ist das Verhältnis von Datenschutz und Informationssicherheit. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen länger ausholen. Also, die Datenschutzgrundverordnung, wie auch schon Datenschutzgesetze zuvor, schreibt Datenverarbeitern vor, gewisse technische, organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Organisationssicherheit zu treffen. Das ist gut, das hat die DSGVO auch nochmal bestärkt. Warum ist das gut? Weil wir eben in sonst eigentlich keine generelle gesetzliche Verpflichtung zur Informationssicherheit in Organisationen haben. Ja? Das ist eine Errungenschaft der DSGVO. Zugleich bringt uns das natürlich auch in ein Dilemma, beziehungsweise beobachte ich oftmals, dass der Datenschutz gerade in der Debatte um die Implementation der DSGVO oft auf den Aspekt der Informationssicherheit reduziert wird. Ja? Und jetzt könnte man sich fragen, warum ist das ein Problem? Ist doch eine gute Sache, wenn das gemacht wird. Ja und nein. Denn das Problem, auf das wir hier, glaube ich, stoßen, ist, dass Datenschutz und Informationssicherheit eigentlich im Kern zwei unterschiedliche Ziele verfolgen. Ja? Die Informationssicherheit schützt die Organisation und ihre Geschäftsprozesse. Ja? Der Datenschutz schützt die Betroffenen. Und das ist ein Unterschied. Gleiche Interessen hat man, wenn man Daten von einem unbefugten Zugriff, vor allem von außen, schützen will. Ja, da sind Datenschutz und Informationssicherheit völlig d'accord. Also um das ein bisschen plastischer zu machen, ich habe eine Kundendatenbank, da liegt es sowohl im Interesse der Organisation als auch im Interesse der Betroffenen, deren Daten dort drin liegen, dass die nicht offen im Netz landet. Zugleich hat die Informationssicherheit einen blinden Fleck. Ja? Und das ist eben die befugte Datenverarbeitung, die durch diese Organisation selbst stattfindet. Um das ein bisschen plastischer zu machen, ein klassisches Beispiel aus dem Beschäftigtendatenschutz ist ein Zeiterfassungssystem. Ja? Ein Zeiterfassungssystem kann ich super sicher nach Maßgabe der IT-Sicherheit gestalten. Ja? Das kann integer, verfügbar und natürlich hochvertraulich sein. Kann jedoch immer noch ein unwahrscheinlicher Eingriff aus Sicht des Datenschutzes sein. Ja? Ich kann das Zeiterfassungssystem so sicher gestalten, wie ich will. Es bleibt ein Eingriff in den Datenschutz der Betroffenen. Oder man könnte noch ein krasseres Beispiel machen. Ist jetzt ein bisschen gewagtere Aussage, aber man kann schon sagen, dass, glaube ich, Google einen etwas besseren Ruf hat im Bereich der Informationssicherheit, zumindest von den großen notorischen Digitalunternehmen. Ja, zumindest hören wir nicht so oft von Datenpannen wie beim großen Bruder mit dem blauen F. Aber wir kämen, glaube ich, nie auf die Idee, Google jetzt diese total zentralisierte und latent zweckentfremdete Datenverarbeitung für datenschutzfreundlich zu halten. Ja? Und das ist halt die Unterscheidung. Und ich glaube, an diesen Beispielen sehr deutlich. Wenn man allerdings näher in den Debatten steckt und sich auch mit der Umsetzung der DSGVO beschäftigt, merkt man, dass das leider oft vermengt und vermischt wird. Ja? Und man muss immer wieder daran erinnern, Informationssicherheit ist eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für einen guten Datenschutz. Und ich glaube, wenn wir diese Unterscheidung langfristig nicht hinkriegen, laufen wir Gefahr, uns ein bisschen von den Organisationen und ihren schönen Security Policies, die wir natürlich auch begrüßen, verschaukeln zu lassen. Und warum habe ich dieses Bild gewählt? Vielleicht kennt ihr Alice und Bob aus der Kryptographie. Und das habe ich vom Martin Rost geklaut, das ist ein recht bekannter Datenschützer, der hat einen Artikel geschrieben, wo er darauf hinweist, dass aus Sicht des Datenschutzes eigentlich Bob das Problem ist und nicht der Angreifer in der Mitte. Ja? Die Informationssicherheit oder die Kryptographie guckt sonst klassischerweise auf Eve, die das in der Mitte abhört, ja, und das ist auch wichtig, das wollen wir natürlich auch nicht, aber trotzdem bleibt Bob der Angreifer aus Sicht der Informationstechnik. Also
einfach mal googeln. Bob es ist Bob, ist ein Text von Martin Rost, sehr lesenswert in dieser Hinsicht. Die verbleibende Minute würde ich noch, für ein anderes Großthema nutzen. Ich mache es kurz, ja. Ich will jetzt hier gar nicht so in diese ganz große Debatte um die, um das Schutzgut, das Warum und Wie des Datenschutzes einführen. Ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, weil das, glaube ich, auch in der Debatte oft untergeht. Was schützt dann eigentlich die DSGVO? Ja? Und schauen wir in dieses Gesetz, dann heißt es in Artikel 1 Absatz 2, dass die DSGVO die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf den Schutz personenbezogener Daten schützt. Ja? Und warum hacke ich da so drauf rum? Weil das ist unwahrscheinlich groß. Ja? Das bedeutet, dass jegliche Grundrechte, die bei einer Datenverarbeitung tangiert sind, sind gewissermaßen geschützt von der DSGVO. Zweitens bedeutet das natürlich auch, dass Datenschutz kein Selbstzweck ist und keine bloße Privatsphäre im Sinne von, das ist mir peinlich, das ist geheim. Darum geht es nicht. Ja? Es geht um Grundrechteschutz bei organisierter Datenverarbeitung. Und mit so einer weiteren Perspektive auf Datenschutz, würde ich argumentieren, bekommt man auch ganz andere Probleme in den Blick, die man so nicht klassischerweise als Datenschutzproblem diskutieren würde. Ja. Denken wir zum Beispiel an die Technologien, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einsetzt, um Asylverfahren zu unterstützen. Ja. Zum Beispiel diese recht umstrittene Dialekterkennung. Ja. Und wenn ich diese weite Brille aufsetze, die mir die DSGVO anbietet, dann kann ich solche Verfahren nicht nur aus der Perspektive kritisieren, dass das in die wie auch immer geartete und immer auch schlecht definierte Privatsphäre der Asylbewerbenden eingreift. Nein, ich kann viel grundsätzlicher sagen, gefährden nicht solche Technologien und diese Datenverarbeitung, die dort stattfindet, ein rechtsstaatliches Asylverfahren. Und das ist, glaube ich, ein Denkschritt, den die DSGVO erlaubt, der aber so noch nicht in der Debatte angekommen ist. Und deshalb, glaube ich, ist immer wieder wichtig, über dieses sogenannte Schutzgut des Datenschutzes zu berichten. Und mit dieser weiten Perspektive auf den Datenschutz kann man dann übrigens auch so Phänomene wie maschinelles Lernen, zumindest wenn personenbezogene Daten mit im Spiel sind, in den Blick nehmen. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben dazu jüngst ein ganz interessantes Papier verfasst, sogenannte Hambacher Erklärung, ja, kleiner ging es nicht. Aber genau, das ist ganz lesenswert für die sich für dieses Thema interessieren. Da geht es darum, was hatten eigentlich das Datenschutzrecht zu so Anwendungen maschinellen Lernens zu tun, zu sagen. Genau, das waren einfach mal ein paar Denkanstöße, Kommentare von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, freue mich auf den Abend und auch noch auf ein paar Fragen, wenn ihr wollt. Danke. Vielen Dank, Benjamin. Gibt es Fragen? Ja. Ich würde gerne mal eingehen auf die Datenschutz. Also meine Theorie dazu. Ne? Meine Theorie ist, dass die, anders als die IT-Sicherheitspolicies, die es gibt, die halt irgendwelche, wir machen Zertifizierungs, der eigentlich unnötig ist, ist doch die Stärke der Datenschutzgrundverordnung, dass sie den Fall des Falles vorsieht. Dass sie sozusagen davon ausgeht, dass es einen Bruch von IT-Sicherheit gibt. Und deswegen sozusagen alles, was dort an Maßnahmen gemacht wird, sozusagen auf diesen Fall ausgelegt ist. Gar nicht auf den Schutz, sondern auf das, was danach passieren muss. Und ich, also als jemand, der IT-Sicherheit selbst macht, ist ja der andere Teil, den ich gut finde, ist, dass es halt auch in den Erwägungsgrundsätzen an sich diesen hier, was ist das, gibt, dass eben IT-Sicherheit einen speziellen Stellenwert auch hat. Ich sehe das ein bisschen anders als du, dass sozusagen die positiven Dinge bei Weitem überwiegen. Und ich fand das Beispiel nicht so ganz schlüssig, was du da gesagt hast. Also beide Beispiele nicht. Ja, das kann man so sehen, unterstütze ich auf jeden Fall und unterschreibe das auch. Das ist ein unwahrscheinlicher Fortschritt, weil man so IT-Sicherheit eben durch das Datenschutzgesetz verschrieben kriegt. Ja, das gab es ja auch vorher und die DSGVO macht das ja auch nochmal stärker. Das unterstütze ich. Was man allerdings merkt in der Implementation, wenn man dann
wenn man dann unterwegs ist, irgendwie als Datenschutzbeauftragter einer Organisation ist, dass man sich mit IT-Sicherheitsbeauftragten auseinandersetzen muss, die sagen, ja, die ganze Arbeit ist auch schon getan, ist sicher, hier gibt es nichts zu sehen, ja, bitte weitergehen. Und das ist dieses, und dass Datenschutz weiter, noch ein Stück weiter geht, ja. Das ist, glaube ich, oft noch nicht angekommen. Ja. Wie gesagt, wenn das Zeiterfassungssystem enorm invasiv, ja, aus Perspektive der Betroffenen gestaltet ist, dann nutzt es nichts, wenn es extrem sicher gebaut ist. Es gibt natürlich da Schnittmengen, ja, aber mir wird es ein bisschen zu oft verwechselt. Und ich glaube, dass man so auch zum Teil so ein bisschen auf Marketing-Gags reinfällt, dass man sagt, ja, wir haben eine gute Informationssicherheit. Ja. Also darauf wollte ich noch einfach mal hinweisen. Ich glaube, du bist schon einen Schritt weiter. Okay, danke. Weitere Fragen? Mir war das jetzt ein bisschen zu sehr Hurra. Also ich meine, man kann ja jetzt auf ganz unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Man kann sozusagen eine Grundsatzdiskussion führen. Extrem vorverlagerte Vorfeldkaskade des Eingriffs, der ja im Grunde alles Handeln im Digitalen plötzlich durch eine Behörde kontrollierbar und angreifbar macht. Ob das nicht eine Eingriffsmöglichkeiten für den Staat und den Präventionsstaat weitgehend ist, da könnte man ganz grundsätzlich diskutieren. Aber was die Folgen angehst jetzt sozusagen alles, was so ein bisschen schlecht gelaufen ist, so als Lappalien abtust, finde ich schon sehr problematisch. Es hat diese Chilling-Effekte ja durchaus gegeben. Es hat ja die massenhaft Blogs und Websites und gerade zivilgesellschaftliche Institutionen, kleine Vereine, die ihre Webpräsenz gestoppt haben, es hat das ja alles gegeben. Und das ist eben nicht einfach nur Panikmache, sondern das ist eine ganz direkte Auswirkung gewesen. Und es hat auch eine Marktbereinigung gegeben in dem Sinne, als dass natürlich durch die DSGVO große Firmen, die sich mit diesen hohen Anforderungen besser auseinandersetzen konnten, bevorzugt wurden gegenüber kleinen. Und man kann das ja auch nachweisen, wie sehr große IT-Firmen durch die DSGVO gepusht und andere aus dem Markt gedrängt wurden. Und das alles jetzt sozusagen abzutun als, naja, das waren so lustige Geschichten, weil die Leute das eigentlich wirklich nicht gesehen haben. Aber genau das ist ein strukturelles Problem. Ja, würde ich auf jeden Fall so stehen lassen. Das ist natürlich auch das Ziel des Vortrages, ja, das so ein bisschen zuzuspitzen. Man kann das natürlich genauso sehen und ich glaube, sind viele wahre Aspekte dabei. Ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Nur ist, ja, ja. Um das nochmal ein bisschen krasser zu formulieren, was in der Praxis bei den meisten angekommen ist, und zwar bei den Nicht-Nerds außerhalb dieser Community und dieses Milieus hier, ist nicht die DSGVO als einen Freiheits- oder Grundrechtsschutz, sondern die DSGVO als eine Grundrechtsbeeinträchtigung oder Gefährdung. Bei Bürgern. Bei dem Verein, der seine Website vom Netz nahm, bei all diesen Dingen wird das bei dem Leser von irgendeiner amerikanischen Zeitung, der plötzlich nicht mehr draufkommt und der eben nicht wie hier weiß, wie das mit VPN geht, da wird das halt als eine Beeinträchtigung von Grundrechten wahrgenommen und nicht etwa als deren Schutz. Okay, dann würde ich zu einer letzten Frage übergehen. Vielleicht kann man es auch so stehen lassen. Ich wollte jetzt nicht so tief darauf eingehen. Also ich bin auch für kleine Unternehmen tätig, ich habe viel mit Datenschutz zu tun. Das ist leider totaler Quatsch, was du da erzählst. Es tut mir leid. Das ist richtig Bullshit, aber du hast jetzt das Forum nutzen können, korrekt. Ja, dann muss ich mich auch nochmal beflissen führen. Ich finde, das ist schon wichtig, das an der Stelle zu erwähnen, aber ich glaube auch, es gab ja dann auch so ein paar Versuche, so auf kleinere, zumindest journalistisch, mal ein paar Untersuchungen zu machen. Ja, gab es dann das große Blogsterben und so weiter. Und das hat sich ja dann auch nicht so ganz bewahrheitet. Das ist dann immer auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Debatte. Zwischen Debatte und Fakten. Ja, ich meine, echte Untersuchungen fehlen natürlich, aber es gab ja schon,
gab ja schon ein paar Recherchen dazu, wo man dann gemerkt hat, hier ist vielleicht doch eine gewisse Kluft. Und eine andere Sache, die ich da gerne noch einbringen würde, ich bin vom Hintergrund her Sozialwissenschaftler, auch kein Jurist. Und wenn man in die Geschichte des Datenschutzes guckt, ja, dann ging's doch da zumeist darum, große Machtasymmetrien, ja, große Machtasymmetrien zu beherrschbar zu machen, die eben durch Datenverarbeitung noch größer werden. Ja, ich und die Versicherung, ich und der Staat, ja, ich und Konzerne. Ja, und darum ging es. Und ich glaube, mir ging es mit meiner These nur darum, dass man diesen Fokus der Machtasymmetrien wieder reinkriegt. Ja, ich glaube, auch dieses ganze Feld, der eher aus dem Persönlichkeitsrecht kommt, das ist schon durchaus relevant, aber das ist eben nicht... Es ist eben im Datenschutzrecht mit drin, aber das ist noch mal eine ganz andere Nummer, ja. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würden wir zum nächsten übergehen. Dann freuen wir uns jetzt auf Einblicke aus der Datenschutz, auf